So, und weiter geht's mit der Krähe und dem Zettel. Und die Krähe hat sich bis jetzt noch nicht anders überlegt. Darum gehen wir wieder runter in diesen komischen Schuppen, wo der Geist in der Ecke stand, wie bei Blair Witch Project. Und da lag auch noch ein Zettel. Nehmen wir einfach mal den. Vielleicht können wir den jetzt aufsammeln. Oh, was liegt hier unten? 50 Yen, sehr gut. Das ist seltsam. Ich sehe ein zerknittertes Papier in einem der Fächer. Das heißt, es kostet 100 Yen. Ich muss etwas Veränderung finden. Ich muss etwas Veränderung finden. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine scheiß Übersetzung. Vermutlich hieß es auf Englisch I have to find change. Und mit Change ist hier Kleingeld gemeint und nicht Veränderung. Warum zahlt mir Geld und ich übersetze euch diese Spiele aus dem Englischen? Ganz scheinbar besser. Vielleicht ist es auch eine Maschinenübersetzung, wer weiß. So, was ist das? Eine Zeitung. Wohnungsnotiz. Diese Wohnung kann nicht abgerissen werden. Ich habe versucht, einen Auftragnehmer anzurufen, der versucht, es zu zerstören, aber aus irgendeinem Grund funktioniert die Telefonleitung nicht mehr. Meine Mutter wird plötzlich krank. Ich hoffe, es ist nicht verwandt. Der örtliche Priester wird nicht kommen. Ich habe versucht, andere Leute zu bitten, den Priester zu fragen. Der Priester geriet in einen Unfall und starb. Talismane sind nutzlos. Ich kaufte eine Schachtel Talismane und klebte sie an meine Wände, aber sie wurden alle am nächsten Tag verbrannt. Immer wenn ich einen Talisman an die Wand stelle, taucht das Wort Fluch in meinem Kopf auf. Die Wohnung entzündet sich nicht. Das Gebäude ist feuerabweisend. Die Wohnung muss weiterverkaufen. Ein Bewohner wird jeden Monat ausgewählt. Der Auserwählte wird in einer Woche besessen sein. Und nach dem Besitz verschwindet die Person vollständig von dieser Welt und niemand erinnert sich an eine Sache über die Person. Das kann man auch vielleicht ein bisschen eleganter ausdrücken, aber okay. Ich habe immer wieder Albträume und eine seltsame Stimme sagt mir immer wieder, ich solle Menschen bringen. Ich kann die Wohnung nicht verkaufen. Ich kann nicht zulassen, dass sie meiner Familie wehtun. Jemand, bitte, hilf mir! Okay. Und nehmen wir den Zettel und tun ihn in unser Tagebuch, wenn wir es wiederfinden. Okay. Diese Treppe jetzt auf der anderen Seite. Okay. Es ist ja mehr als nur stigmatisiert, wenn die Leute hier alle von der Wohnung aufgegessen werden. 7. April. Ich habe heute meinen Nachbarn guten Tag gesagt. Das ist doch höflich, oder? Sei immer nett zu deinen Nachbarn, oder? Aber weißt du was, Mama? Ich glaube nicht, dass das hier funktioniert, weil ich gerade die kalten Schultern von ihnen habe. Als ich dem Nachbarn auf der rechten Seite guten Morgen sagte, starrte er mich nur mit seinen großen Augen an und schloss ohne ein Wort aus seinem Mund die Tür. Sogar jetzt werden seine großen katzenartigen Augen meinen Kopf nicht verlassen. Ah! Ich sollte nicht so unhöflich sein. Ich werde es wahrscheinlich ein andern Mal versuchen. Jedenfalls habe ich heute ein Mädchen gesehen, das genauso aussah wie das Mädchen in Shibakibara 89 in meiner Klasse. Sie heißt Mira und ich würde sie gerne kennenlernen. Und nach allem, was ich gehört habe, ist sie Single und bereit, sich unter die Leute zu mischen. Shikatitatutat. Okay. Also ich habe 50 Yen, ich brauche noch mehr Yen.
Ich brauche mindestens noch 50 weitere Yen. Lieber Rabe, gib mir bitte den Zettel jetzt. Okay, der Rabe will mir den Zettel nicht geben. So viel ist offensichtlich. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr. Wo finde ich denn noch mehr Yen? Es ist abgeschlossen. Interessant. Ach so, die haben in Japan Linksverkehr. Ja. Das ist also die Fahrerseite. Und noch ein Zettel. Der Spiegel stand da eben noch nicht. Und der Stuhl stand da eben auch noch nicht. Okay. Interessant. 8. April. Mama kam wieder in mein Zimmer. Ugh, ich sagte ihr, dass sie nicht mehr kommen muss. Ich glaube, sie hatte wieder einen Streit mit Papa. Ihre passiv-aggressive Einstellung hat mich beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie es Papa geht. Sie weigerte sich darüber zu sprechen und saß stattdessen nur still da. Ich habe sie noch nie so gesehen. Normalerweise setzte sie nach einem Kampf ein falsches Lächeln auf ihr Gesicht. Ja, man setzt immer Lächeln auf sein Gesicht. Das würde ich merken, aber diesmal war es einfach nicht so. Etwa eine Stunde später gewann sie ihre gewohnte Bestimmtheit zurück, als sie mich fragte, ob ich meinen alten Freund Sayaka einladen dürfe. Als sie mich fragte, ob ich meinen alten Freund einladen dürfe. Ergibt der Satz Sinn? Ich weiß nicht. Sie hatte das größte Lächeln, als ich dem zustimmte. Mama muss sich Sorgen machen, dass ich noch alleine lebe. Im Moment habe ich allerdings nur Mira-chan im Sinn. Aber dieses Lächeln, ihre Augen lächelten nicht. Okay, gucken, was ist jetzt. Die Tür ist zu im Spiegel. Es ist ein bisschen merkwürdig. Hallo, lieber Rabe, magst du mir einen Zettel geben, bitte?
vor dem Schrein beten? Ja, warum nicht? Jetzt Geld gekriegt hat von? Nee, irgendwie nicht. Was ist das hier? Wo kriege ich jetzt das Geld her? Fisch abholen. Ah, ein Fisch. Den will bestimmt die Krähe haben. Hm. 60 Jahren. Okay. Läuft immer irgendeiner rum, aber ich sehe den nie. Ungünstig. So, magst du mir den Zettel geben gegen den Fisch? Super. Achievement, Pescatarian. Sehr gut. April. Ich konnte heute mit Mira-chan sprechen. Was? Ein großer Tag. Außer eine Sache. Mama war weg, als ich heute Morgen aufwachte. Ihr Auto war immer noch hier geparkt und es ist seltsam für sie, ohne Vorankündigung zu verlassen. Ich hoffe, Papa hat sie abgeholt oder so, weil das Auto noch da ist. Ich lud Sayaka heute ein und sagte, sie würde morgen kommen. Ich hoffe, das macht sie wieder glücklich. Ja. Okay, das ist sehr stigmatisiertes Property hier. Soll ich noch mal durch das Loch gucken? Warum kann ich hier nicht hin und her zoomen? Hm, komisch. Eben ging das noch. Ist immer noch die geschlossene Tür im Spiegel oder ist sie jetzt offen? Ne, ist immer noch zu. Sonst irgendwas im Spiegel? Oh, eine Uhr. Die Uhr tickt nicht.
noch 40 Grad hier. Was hoffentlich nicht Celsius ist. Warum ist die Tür hier zum Beispiel offen? Kein Grund. So, ich muss irgendwo noch 40 Yen finden. Dann können wir den letzten Zettel hier uns ansehen, aber es scheint, als gäbe hier, als gäbe es hier irgendwie doch schon einige Nachteile bei der Wohnsituation, wenn man irgendwie nach einer Woche besessen ist und dann hat keiner mehr was von einem gehört. Das ist schon eher ungünstig. Katze ist weg, okay. Schön, dass einer aufräumt hier. Was ist das hier? Hier geht es nicht weiter. Ich würde mir wünschen, man könnte ein bisschen schneller laufen hier in diesem Spiel. Was ist das hier? Auch nichts. Vor dem Schrein beten? Ja klar, vor Schrein beten ist immer gut in solchen Spielen, glaube ich. Aber mehr Geld hat es mir nicht gebracht. Okay. Dann versuchen wir es hier nochmal. Habe ich mich ein bisschen erschrocken. Aber mir fehlen immer noch 20 Yen. Also hier geht es nicht weiter. Hier war nur ein Schrein, ne? Ja. Gehen wir halt mal wieder zurück. Vielleicht finden wir da noch 20 hin. Steht da jemand? Nee, ist wieder nur die Mauer hier, okay. Geht's hier hinten vielleicht irgendwo noch rum?
Nee, hier geht's auch nicht weiter. Okay. Dann gehen wir noch einmal ums Haus rum. Vielleicht noch irgendwas. Nee, kein Geld. Oh, warte, das ist ein Fenster. Das ist aber zu, okay. Hier ist auch noch irgendwie ein Schrein. Okay. The fuck. Gott, es fehlt immer noch 10 Yen. Meine Fresse. Hier auch rein? Nee. Finde ich die letzten Jense. Oh, was ist das? Okay. Okay. Die Leute in der Nachbarwohnung sind seltsam. Ich möchte da nicht näher nachforschen, bevor ich nicht die letzte Notiz gelesen habe. So, die haben wir jetzt auch. Und schon wieder ist die Tür im Spiegel zu. Ah, dieser Spiegel ist kaputt. Dort ist keine Flucht. Ich kann den Rest nicht lesen. Und deswegen habe ich jetzt 100 Yen ausgegeben. Ernsthaft. Ich rufe ihn später an. Ich muss nach Hause. Ist wahrscheinlich die Tür zu oder so, ne? Ja, ist klar.
Warum kann ich hier nicht raus? Ich bin hier auch rein. Bullshit. Aber das ist wieder so ein Zeitpunkt, bevor hier die Action losgeht, wo man einen guten Cut machen könnte und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Also bis zum nächsten Mal, drückt die Glocke. Ich muss mir mal einen Leitfaden überlegen, ernsthaft. Und like das Video und teilt es in der Gegend. Auf Wiederhören. Hallo und herzlich willkommen zur dritten und, so wie ich den Laden hier kenne, finalen Folge von Stigmatized Property. ich bin irgendwie, das Apartment hat mich eingeschlossen und das Fenster ist zwar offen, aber ich kann nicht rausklettern, was ich bullshittig finde, so ein bisschen, weil man ist ja auch da reingekommen. Man kann sich hier wunderbar aufs Klo stellen. Aber man darf nicht raus. Aber man kann hier durchs Guckloch gucken. Mal gucken, ob da rote Roben. Okay. Ein paar. War das alles? War das das Ende jetzt? Okay, also bin besessen. Cool. Das war jetzt das Ende. Da hätte ich jetzt ja wirklich weitermachen können beim letzten Mal. Vielleicht schneide ich die beiden Folgen zusammen. Und auch hier könnte es im Bereich des Möglichen liegen, dass wir ein alternatives Ende haben. Und da würde ich doch mal sagen, das könnten wir vielleicht mal versuchen herbeizuführen. Was ich versuchen werde, ist die komischen Lichteffekte auszuschalten, weil das geht einem wirklich ein bisschen auf den Senkel hier. Aber ansonsten war das kein schlechtes Spiel. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ihr kennt das Spiel. Quit.